weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charles' Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Hoch und der runter. Mittelweg. Der Mittelweg. Das ist aber kein Weg. Ah, vielleicht doch. Was ist es? Sally, hilf mir hier mal. Cool. Na los, komm schon. Nein. Nein, schon gut, Charlie. Komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Charlie ist ganz schön verwirrt, aber jetzt wissen wir wenigstens wieder, wie er heißt. Okay, ihr geht vor. Charlie ist einfach nur auf Drogen. Hey, wie bei Lost? Aber na los, komm. Alles gut. Ach so. Wohin bringst du mich? Geh einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, sind durch. Das ist weiter. Geht weiter, ich mach das. Komm, Kumpel, gleich geschafft. Oh Gott. Oh Gott, immer näher, es wird enger. Aufhören. Halt. Oh, Spinnnetze. Halt! Oh Gott, ich kann nicht atmen. Scheiße. Wir haben noch keine Spinnennetze gesehen. Ich muss hier raus. Scheiße, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh Gott. Ganz ruhig. Oh Gott. Oh Gott. Das sind einfach nur Steine hier. Oder Moment. Ja, das sind auch Steine. Bitte? Weil ich habe keine Spinnennetze gesehen. Doch, da waren so leicht welche. Okay. Aber ich glaube, jetzt auch nichts mehr sonst. Wir müssen, glaube ich, weiter. Oh nein. Charlie, los, komm schon, nur noch ein. Lasst mich! Wow. Charlie ist ganz schön sauer. Ich will dir nicht wehtun. Okay, hör auf. Das schubst du in den Gang rein. Nicht. Ah, fuck, ey. Oh. Mein Gott, wie häufig muss ich denn jetzt schlagen? Ich kämpfe nicht mit dir. Charlie, das tut mit. Halt. Alter, willst du mich verarschen? Ich drück doch schon die ganze Zeit Kreis. Charlie? Nein, was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate. Charlie! Charlie!
Das war ganz schön freaky. Oh ja, da sagst du was. Komm. Komm, alles gut. Also die sanfte Stimme der Frau hat ja mehr geholfen als die Prügelei. Könnte natürlich auch wieder auf die intrigante Frau hinweisen. Nate, gut. Nate, geht's gut. Ja, was steht denn da? Warte mal. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Erneut. Wow. Alles klar. Die Videos sind so cool, ey. Auf jeden. Nein, nein, noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Huh. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre in den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Na los, hauen wir ab. Die suchen uns bestimmt. Okay. Geht aber auch immer tiefer in den Kaninchenbau, ey. Oh ja. Das sieht ziemlich cool aus. Oh ja. Ist das eine alte Weltkarte? Unglaublich. Ist das ein Globus? Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine große... Wasser. Oh ja. Das ist eine kleine Version, oder? Mein Notizbuch. Was? Nein, hab ich nicht. Oh, verdammt. Hier ist Wasser. Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen können. Da, die Kanäle. Das sind wohl Wasserkanäle. Also irgendwie sind die uns immer 2 Minuten hinterher. Ja, richtig. Jetzt sind mehrere von den Kanälen? Oder nur den einen? Ja, scheinbar geht der einmal rum und das mittlere Teil, wird halt die Kugel bewegen. Vielleicht musst du das hoch, Wasser reinlassen bis zu einem bestimmten Punkt. Wollt ihr mich verarschen? Da brauchst du das 2. Ist eine Treppe. Das ist ja schön, dass da eine Treppe ist. It's a trap! Ja. Siehst du da oben was? Siehst du da was? Die lassen sich sicher entzünden. Sie sehen aus wie Projektionen. Cool. Positionen auf dem Globus. Dann zünden wir die anderen. Working on it. Da fehlt bestimmt einer, oder? Oh. Ja, hier allein schon. Bereit. Ach so, nee, ich hab gedacht, eine von den Statuen wäre kaputt. Ach so. Das sieht aus wie Australien, der letzte. Irgendwie auf nichts. Suchen wir weiter. Suchen wir weiter, ja, wir müssen die verkackte Kugel drehen, das ist ja schon klar. Was ist denn, wenn du dich da drauf stellst, auf den Rand da? Wenn du so auf die Kugel springst. Oh. LOL! Nein! Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die lassen sich sicher entzünden. Oh, jetzt muss ich wieder alle anzünden. In der Tat. Oh Gott. In der Tat. In der Tat. Dann zünden wir die anderen. Ich gehe sofort die Treppe lieber runter. Meinst du? Versuch doch mal auf die Kugel zu springen. Gucken, ah, das ist eine gute Idee. Könnt ihr mal gucken, was passiert, wenn ich auf die Kugel springe. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Deine Mutter passt auf nichts. Auf irgendwas muss die gepasst haben, sonst würde die nicht geben. Jetzt checkt er endlich mal die verfickte Kurbel, ey. Das gibt's doch gar nicht. Da ist ja gar kein Wasser drin. Das habe ich auch gerade gedacht. Da hinten ist noch so ein Moped. Oh,
Aber dann wirst du das erst volllaufen lassen müssen. Das ist aber ganz schön stressig. Ich schätze mal, deswegen reagieren die da auch nicht. Wollt ihr dann musst noch du doch da sagen? Oben weiter, da war noch ein Tor. Da oben war noch ein Tor? Ich meine schon. Also irgendwo habe ich noch eine offene Tür gesehen, wo so ein Gatter vor war. Weil da aber nicht runter war, sondern weiter oben. Da hinten. Ach, deswegen kam der Charlie dir auch entgegen. Nix mit Tipp. Kriegen wir auch schon selber hin. Ich rieche ja schon wieder Untote. Untote? Oh! Oh. Das ist das, das Wasser? Genau. Ist das das Wasser? Willst du mich verarschen? Oh. Oh nein. Oh nein. Bitte. Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Ja, ich sehe sie. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Nathan ist gerade ganz schön leise. Ja. Keiner sollte jetzt über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Drake, willst du... Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. Genau so. Muss ich jetzt dahin springen? Ja, da hängt noch eine Fackel. Ach, die Schatten sind so awesome. Wie wär's denn mit der da? Wobei, da ist ein, Gitter, vor. Ja, wobei, da ist gerade die Fackel nachgewachsen, oder? Ja. Probiert doch mal. Da ist aber ein Loch drin, oder? Ernsthaft? Ich hab's ja gerade nicht richtig gesehen. Da rechts. Da ist ah, natürlich! Sogar ein ziemlich großes. Ja, muss man nur vernünftig werfen für können. Jetzt sauber. Nimm mal eine Fackel. Das ist ja mal eine fantastische Idee. Die werden es dann wohl auch sein für mich. Oh, Jump! Nathan, du alter Schlinge! Frage ist, wohin mit mir jetzt? Da, direkt die nächste Kette. Wow! Und eiskalt daneben gesprungen! Jawoll! Wirf die Fackel da runter! Ach, fuck you! Genau so. Versuch's noch mal mit einer anderen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Am Arsch. Darunter. Ja, ich werf die Fackel schon. Mit dir will ich sowieso nicht mehr reden, du hast versucht, mich umzubringen. Ja, gut, dass Sully auf unserer Seite steht und den direkt erschießen wollte. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Sully davon ausgeht, dass du größere Chancen, also dass Nate größere Chancen hat, den Schatz zu finden als Charlie. Ja, wobei wir, glaube ich, auch. Ja, so eine kleine Freundschaft. Ja, wir kennen uns ja nicht schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. So, jetzt lass mich mal hier hochklettern. Oder? Ne, dahin müssen wir. Ah, da ist kein Licht. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Und da sind wir auch schon. Cool. Jetzt bewerfen wir mal Charlie eine Runde damit. Na Quatsch. Geschafft.
Wieso ist da links so eine komische...